Der Baum hier sieht mächtig durstig aus. Ich habe zwar Wasser, brauche es aber leider für mich. Ach komm schon, teil doch mal, liebes Kamel. Gobi, komm, ab mit dir. Bitte, Arme. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Banjo-Kazooie hier auf Katze. Wir sind gerade noch in der Wüste von Gobbys Valley, also Gobbys Tal, und dürfen noch die letzten Puzzleteile einsammeln sowie die letzten Musiknoten. Darunter auch die Musiknoten hier unten im Treibsand, im heißen Sand, der uns nur Schaden zufügt, wenn wir ohne Gummistiefel reinlaufen. So, zack, zack und zack. 87 hätten wir dann schon einmal. Sehr gut. So, es klingelt an der Tür. Ich muss wieder weiter. Nun, wollen wir doch mal die letzten Puzzleteile einsammeln. Das sollte doch auf jeden Fall machbar sein, oder? Dazu springen wir darüber. Und können da runter. Sehr gut. Das hat bisher super funktioniert. Hier gab es, glaube ich, nichts mehr im Wasser. Da haben wir ja im Wasser alles andere gefunden, was es noch gab. Also Musiknoten und sogar den Jinjo. Und dann können wir... lass mal überlegen. Oh ja, zu Gobby können wir. Der Gobby und die liebe Pflanze, der liebe Baum, der braucht ja noch Wasser. Ich bin Trunka, der durstigste Baum im ganzen Land. Ohne Wasser werde ich vertrocknen. Schön warm hier, oder? Kazooie, meinst du, mit Eiern und Federn können wir ihm helfen? Nein, du dummer Bär. Ich brauche Wasser. Dringend. Okay, kannst du helfen? Der Baum hier sieht mächtig durstig aus. Ich habe zwar Wasser, brauche es aber leider für mich. Komm, du kannst auch teilen, oder? Aber Achtung, wir springen jetzt auf die Höcker und zack! Oh, der Arme. Oh, sehr gut. Ah, tut das gut. Trunka geht es wieder prächtig. Danke. Und durch das Wasser wächst er jetzt auch ein wenig. Und auf seinem Kopf gibt es ein Puzzleteil. Das ist jetzt natürlich durch sein Wachstum gar nicht so einfach zu erreichen, aber von der Palme aus gesehen müsste ich relativ einfach rüberfliegen können. Yes, hat funktioniert. Damit hätten wir ein weiteres Puzzleteil. Fehlen nur noch drei, bis wir sie alle besitzen. Okay, ich weiß gar nicht, warum es hier Turnschuhe gibt. Was haben die denn für einen Effekt? Oh, so, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wo haben wir etwas noch nicht freigeschaltet? Oh, wir müssen da noch rein. Und ich glaube, wir müssen sogar noch darüber. Und die Statuen gibt es hier auch noch. Also es gibt auf jeden Fall noch etwas zu erledigen für uns. Ich würde am liebsten jetzt mal ganz kurz mit dem fliegenden Teppich darüber gehen. Da treffen wir nämlich Gobby nochmal, das Kamel. Soweit ich weiß, hat er aber lediglich eine Honigwabe für uns und kein Puzzleteil mehr. Immerhin haben wir ganz am Anfang, als wir ihn befreit haben, schon ein Puzzleteil bekommen. Und das zweite jetzt von dem lieben Baum, von der lieben Palme. So, wann ist denn... Ach, da ist er. Da ist der fliegende Teppich. Wir haben so lange schon auf die Mitfahrgelegenheit gewartet. Da düsen wir jetzt mal nach oben. Ja, nochmal ein bisschen weiter. Das ist eine andere Bushaltestelle. Oh, da wären wir auch schon. Hallo, Gobby. Wie geht es dir? Wir hauen ihn ein letztes Mal nochmal um. Es tut mir wahnsinnig leid. Und hier ist auch nochmal ein Versteck. So, aber das ist was ganz anderes. Das hat was mit dem Eisschlüssel zu tun. So, Gobby. Wollen wir dich mal treffen, mein Freund? Und zack. Oh, jetzt reicht es mir. Ich verlasse diese Wüste und suche mir ein ruhiges, schattiges Plätzchen. Tut mir leid, Gobby. Oh, der ist mächtig sauer. Aber verstehe ich auch. Banjo hat ihn so richtig verärgert. Und wir kriegen ein neues extra Honigwäbchen. Eine neue extra Honigwabe. So, da kann ich tatsächlich nicht rein. Ich glaube, nur mit diesem Trick da. Aber das betrifft ja sowieso hauptsächlich Banjo 2. Ich weiß auch gar nicht, ob die ganzen Codes bei der Treasure Trove Co. funktionieren, um das hier zu öffnen.
Also dahinter befinden sich einfach kleine rätselhafte Eier. Und die sind interessant für das Nachfolgerspiel von Banjo-Kazooie. Aber für diesen Spielverlauf überhaupt nicht. Deswegen, ja, muss euch das tatsächlich gar nicht interessieren. Okay, ich kann hier zwar schon raus, aber ich fliege zur nächsten Bushaltestelle. Ah, meine Lieblingsbushaltestelle. Nee, ich mache nur Spaß. So eine richtige Bushaltestelle ist das natürlich nicht. So, ich muss hier, glaube ich, durch die Ringe fliegen. Wo war denn... Upsala. Wo war denn nochmal... ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten. Ich wollte eigentlich laufen. So, jetzt. Wo war denn nochmal die Sprungplattform? Also die Flugplattform. Die gibt es doch nur an einer Stelle. Wo war denn die nochmal? Ich habe die doch ganz am Anfang gesehen irgendwo. Oh, wo war die nochmal? Ich habe gerade einen kleinen gedanklichen Aussetzer. Wo war denn die Flugplatte? Die war auf jeden Fall im Wasser. Aber im Wasser kann ich sie nicht berühren. Im Wasser kann ich sie nicht betätigen. Hier oben ist auch nichts. Da waren wir ja schon drin. Das kann ich zwar nochmal aktivieren, hat aber keinen Effekt für uns. So, da hinten war Graber, die Mumienhand. Hier ist die Pyramide, die wir noch nicht betreten haben. Denn da kann ich nur rein, wenn ich die Flugplatte finde. Also für die Flugplatte gibt es noch zwei Puzzleteile. Aber was habe ich denn übersehen? Ja, da seht ihr eine Zielscheibe. Ihr könnt euch schon denken, was wir machen müssen. Genauso wie in der Eiswelt, in der Schneewelt mit den Schneemännern, müssen wir diese Zielscheibe eben mit einem Sturzflug aktivieren. Moment, wenn ich ganz am Anfang eine Flugplatte habe, ist dann... Ah nee, Quatsch, da drin... Genau, genau. Okay, stopp, stopp, stopp. Da oben war das doch. Oben ist, glaube ich, die Flugplatte. Hier beim Jinxie. War das nicht so? Wir werden gleich sehen. Aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass oben die Flugplattform ist. Und? Ja, perfekt, perfekt. Wir haben sie. Dann konzentrieren wir uns erst einmal... Ja, wir können eigentlich die Ringe zuerst machen. Ist eigentlich Wurst. Fliege durch die Ringstatuen, um eine goldene Belohnung zu erhalten. Ja, und von dem kriegt man natürlich... Oh, nein, bloß nicht den Boden berühren. Von den Statuen kriegt man dann auch ein Puzzleteil. Wenn man durch alle Ringe geflogen ist. Und das ist gar nicht so schwer, da man hier unendlich viel Zeit dafür hat. Selbst wenn man, glaube ich, runtergeht und andere Aufgaben löst, kann man... Oh nein, Leichtsinnsfehler. Selbst wenn man runterfliegt und die Aufgaben später erneut angeht, muss man nicht von vorne beginnen. So, aber Sturzflüge sind vielleicht gar nicht so praktisch, um Zeit zu sparen und schneller zu fliegen, wenn man dann den Boden berührt, so wie ich gerade eben. Ja. Da hat wieder ein bisschen die Ungeduld mitgespielt und mir einen Streich gespielt. So, jetzt aber. Hier kann ich aber locker einen Sturzflug eigentlich einsetzen, oder? Ich gehe mal auf Nummer sicher und fliege ganz elegant darüber. So. Die nächste ist zwischen zwei Kakteen. Und die Kakteen sind doch da... Ah, Moment mal. Wenn wir schon fliegen, können wir durch diesen großen Kaktus fliegen, denn da gibt es auch noch eine Honigwabe. So. Oh nö, dran vorbeigeflogen. Komm, komm, nochmal, das schaffen wir. So. Ich muss auch darauf achten, dass ich nicht all meine Federn verbrauche. Achtung. Und zack. Ich hab sie. Eine von insgesamt 6. Wenn ich noch 5 weitere finde, bin ich mehr als zufrieden. Ich glaube, die anderen werde ich dann nicht mehr finden oder nicht mehr unbedingt nachholen. So, da unten sind die Palmen. Entschuldigt bitte, ich meine die Kakteen. Da fliege ich jetzt runter und fliege durch den Ring. So. Und? Wie viele Ringe sind das denn noch? Der eine müsste hier... Hä? Warum bin ich denn jetzt abgestürzt? Nur weil ich den Kaktus berührt habe? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Irgendwie hat es nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hatte. Was soll's? Ist doch alles kein Problem. Wir sind ja schon hier oben. Los geht's! Hier schön nach unten fliegen.
Und durch den Ring, Banjo. Ganz vorsichtig. Sehr gut. Oh, geschafft. Sehr gut, Sterblicher. Sicher kannst du damit mehr anfangen als ich. Das Puzzleteil. Es steht direkt vor den Treppen. Direkt bei der Flugplatte. Sehr gut, denn die Flugplatte brauchen wir gleich wieder. Von daher trifft sich das gut, dass wir hier landen. Und geschafft. Puzzleteil Nummer 8. Zwei fehlen uns noch und die holen wir uns auch auf jeden Fall noch in diesem Video. Unter anderem hier in der Pyramide von Kazooie. Wenn ich das mal so sagen darf. Und, nee, ist nicht euer Ernst. Also heute klappt das mit dem Fliegen mal so gar nicht. Aber mal wirklich so gar nicht. Meine Flugkünste, die mögen alle anzweifeln an dieser Stelle, oder? Und das ist auch vollkommen okay. Denn ich zweifle sie mittlerweile selbst schon fast an. So, jetzt aber. Komm, diesmal mit etwas mehr Mühe. Schön hochfliegen, anvisieren und dann den Sturzflug einsetzen. Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt. Ja, wir haben es geschafft. Und jetzt müssen wir so schnell es geht da rein. Wir haben nur knapp 15 Sekunden Zeit dafür. Nein, nicht nach oben, nach unten. Und rein. Sehr gut. Die Zeit hat gereicht. Und wen treffen wir da? Einen Flötenspieler, der eine Schlange heraufbeschwören kann. Ziemlich lustig, der hat vor allem eine lustige Stimme. Achtung. Gute Gute, hallo Freunde, ich bin Robi. Kann ich euch helfen? Wir suchen Schätze, du Flötenpeter. Das trifft sich. Ich sehe da oben nämlich einen Schatz. Er gehört euch, wenn ihr an ihn herankommt. Okay, wenn wir herankommen, dann kriegen wir seinen Schatz. Und was hat er da eigentlich für ein Tier? So ein komisches Haustier. Keine Ahnung, was es sein soll. So, 98. Oh, zwei Noten fehlen mir noch. Sag mir bitte, dass ich die jetzt hier noch in der Pyramide finde. Ja, finde ich. Wir haben sie alle gefunden. 100. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. Jetzt füllen wir noch das kleine Körbchen mit den Eiern. Und dann kommt die Schlange heraus. Von unserem lieben Freund. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Wie heißt er denn? Der Flötenspieler. Flötenpeter. Kazooie nannte ihn Flötenpeter. So. Wie viele braucht denn der? Jetzt. Tausend Dank, mein Freund. Ich hab mit euch gut helfen. Und zwar spiele ich jetzt auf meiner Flöte. Oh, ziemlich wildes Spektakel. Wir können jetzt hier hochklettern an der Schlange. Und dann oben das Puzzleteil zu bekommen. Das vorletzte. Wir haben es geschafft. Vielen lieben Dank, mein lieber Flötenpeter. Dann bin ich Flötenpeter. Ich bin der Dicktop. Ich sehe, dass du schon gehst. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. So, dann müssen wir nur noch den gelben Ginger holen. Und der ist ganz am Anfang des Levels. Fiel mir ja mal mittendrin ein. Sonst hätte ich den schon am Anfang geholt. Aber umso besser, dann sind wir nämlich direkt hier schon am Anfang. Da ist er. Ziemlich gut getarnt, oder? Das letzte Puzzleteil aus der Wüste. Sehr schön. Damit haben wir die Wüste zu 100% abgeschlossen. Ja, ja. Und da wir die Turnschuhfähigkeit besitzen, können wir nun das letzte Puzzleteil aus der Eiswelt noch nachträglich holen. Die Bestleistung dieser Welt ist nun 100 Noten. Ja, das stimmt. Auf in die Gummistiefeln und raus hier. Beeilen wir uns, bevor uns dieser Käfer hier attackiert. So, die Schuhe brauche ich nicht mehr, aber ich bräuchte noch die Sprungplattform, denn in der Wüste haben wir den Hexenschalter im Labyrinth aktiviert, sodass ich zu diesem Puzzleteil komme. Das funktioniert aber, glaube ich, nicht mit dem Rückwärtssalto. Ich probier's mal. Nee, ich brauche die Sprungplattform, die sich hier im Kreis bewegt. Wir warten einfach nur auf den richtigen Moment. Und jetzt. Zack. Und rüber gesprungen. Oh, noch nicht ganz. Der langhaarige Zottel hat eine Freundin. Die ist ein Trottel. Warum ist die Hexe immer so fies? Ich verstehe das nicht. Aber wir haben das Puzzleteil. 6 Puzzleteile, 4 fehlen noch hier im Turm der Hexe. So, dann geht es... Wo ist denn der Ausgang? Ich bin verwirrt. Ach, da oben. Da müssen wir jetzt hoch
Und dann geht's es nochmal, wie schon angekündigt, zu Freezy Peak. Zur frostigen Lande. Denn dort kriegen wir dann das letzte Puzzleteil. So, Moment, damit du uns nicht störst. Denn wir können ja vorher noch dieses kleine Rätsel mit den Turnschuhen schaffen. Und es gibt es hier im Außenbereich sogar einen Schneemann. Ja. Okay, wir klettern hier erst einmal nach oben. In der Hoffnung, dass ich nicht attackiert werde oder von einem Schneemann und seinem Schneeball getroffen werde. So, hier einmal durch. Und dann gibt es hier jetzt nicht nur die Plattform, wie schon gesagt, sondern auch den Schalter. So, Schalter aktiviert. Da ist die Flugplatte. Ich gehe in die Turnschuhe rein und... Oh, wo muss ich hin? Darüber. Schnell. Oh, das ist echt knapp bemessen von der Zeit. Aber müsste drin sein. Warum kommst du raus? Warum? Nein! Warum ist Kazooie denn aus ihren Turnschuhen rausgesprungen? Sonst hätten wir das locker geschafft. Oh ja, das Spiel ist an manchen Stellen auch richtig, richtig knifflig gestaltet. Ich mag schon fast sagen, dass es ja manchmal unfair ist. Weil man so wenig Zeit hat. Ja, ältere Spiele waren einfach dementsprechend schwierig. Heute gibt es so viele Modi, um das Spiel sogar einfacher zu gestalten von Beginn an. Zum Beispiel der einfache Modus in Kirby und das vergessene Land. Oder ich denke da an Yoshi's Crafted World, wo Yoshi Flügel bekommt und nicht in den Abgrund fallen kann. Solche Sachen. Die gibt es oder die gab es damals natürlich nicht. Da war ein Spiel einfach so, wie es ist. Entweder mittel oder es war schwer. Und das ist an manchen Stellen echt knifflig. So, oh nein, jetzt habe ich den Schalter nicht aktiviert. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach da rein. Und holen uns erst einmal das Puzzle von Boggy. Das kriegen wir ja, wenn wir das Wettrennen schaffen. So, die Musiknoten können wir natürlich ignorieren. Die haben wir, ouch, die haben wir beim ersten Mal schon alle gesammelt. Die gibt es natürlich dann auch immer wieder im Spiel. Aber kann man ignorieren. So, hallo Boggy, da sind wir wieder zur Revanche, wenn man so möchte. Ich hole mir doch aber noch kurz Energie, damit ich wieder vollständig geheilt bin. Und jetzt kann es losgehen, mein Freund. Hey Kumpel, wie wäre es mit einem Wettrennen? Mit A geht's los. Feige Bären drücken B. Nee, ich bin mutig. Die Spielregeln sind ganz einfach. Flitze zwischen den roten Stangen hindurch und sei schneller als ich. 3, 2, 1 und los. Okay, ich bin bereit. Schnell die... Nein, ich hab die Turnschuhe verpasst. Das gibt's nicht. Kann ich den noch einholen? Du bist zu schlecht. Das macht keinen Spaß. Ja, weil ich dran vorbeigelaufen bin. Oh Mann, das gibt's ja nicht. Na gut, Revanche. Sei so, wir fahren noch ein Rennen, ja? Drücke A, wenn du dich traust. Ja, ich trau mich. Streng dich an, Kleiner. 3, 2, 1 und los. Okay, diesmal erwische ich aber die Turnschuhe. Und jetzt bin ich auch schnell genug, um mich mit Boggy, dem Eisbären, zu messen. Ohne Turnschuhe könnte das Wettrennen nämlich nicht schaffen. Boah, du bist immer im Weg. Mach mal Platz, Freund. So, haha. Ich bin an dir vorbeigelaufen. So, sehr schön. Weiter geht's. Nach oben. Und hier zwischen all den Bahnen hindurch. Sehr gut. Wohey. Dadurch schnell. Nein, der hat mich überholt. Dranbleiben, nicht aufgeben. So, hier rüber. Uah. Und jetzt einmal quer drüber gesprungen. Perfekt. Die letzten Meter. Das sieht nach einem Sieg für mich aus und yes! Wir haben es geschafft. Puh, war aber knapp. Mist, wieder verloren. Nimm dieses zweite Puzzleteil. Wo habe ich nur die Geschenke für die Kleinen verloren? Ja, aber das mit den Geschenken haben wir dir doch schon mehrmals erklärt. Wir haben die Geschenke deinen Kindern bereits mitgebracht, weil du dich nur um deine Wettrennen kümmerst. Weißt du eigentlich, dass du eine gewisse Verantwortung als Eisbärenpapa hast? Anscheinend nicht. Also ich will ja nichts sagen, ja? Ich bin eigentlich ein freundliches Gemüt, aber man muss ganz ehrlich sagen,
So ein zuverlässiger oder ein guter Papa ist der Eisbär jetzt nicht unbedingt. Vielleicht ja, aber vielleicht nicht in allen Belangen. Man kann nicht perfekt sein, das erwartet niemand, aber der kümmert sich um sein Hobby, um seine Wettrennen, statt seine Kinder zu beschenken. Das ist vielleicht auch nicht das Richtige. Ich meine, mit seinen Kindern Zeit zu verbringen, ja. Aber ja, Geschenke, das ist nochmal eine andere Geschichte, sage ich mal, oder? Also auf Geschenke kann man durchaus warten. Egal, wie auch immer. So, wir haben das Level, wie schon gesagt, jetzt zu 100% geschafft. Alle Noten und jetzt auch das letzte Puzzleteil gefunden. Wir können jetzt also Freezy the Peak für immer verlassen. So traurig das auch klingen mag. Und nutzen jetzt diese Sprungplattform, um ein letztes Mal oder vielleicht vorletztes Mal, wir werden sehen, diese Herausforderung zu meistern. So, Schalter aktivieren. Da ist die Bodenplattform. Und jetzt schnell raus. Jetzt Achtung, hier muss ich gleich so nach innen laufen. Ah, oh nein, das habe ich direkt vermasselt. Ich sehe es jetzt schon. Ja, das ging in die Hose. Aber mächtig. Und der würde mich, glaube ich, auch stören. Den mache ich lieber mal K.O. Damit ich hier ohne Probleme dieses Turnschuh-Rätsel lösen kann. Aber ihr kennt mich. Wir geben niemals auf, egal wie lange es dauert. So eine gelbe Unterhose trägt doch nur eine Mimose. Hey, das ist keine gelbe Unterhose. Das ist eine gelbe kurze Hose. Eine schöne Sommerhose. Und gelb ist eine schöne Farbe. Schön sommerlich. So, jetzt. Aber jetzt. Jetzt geben wir richtig Gas, okay? So, und ich dachte schon, ich laufe dran vorbei. Und ja, ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das könnte klappen. Schnell, schnell, schnell weiter. Wir sind gleich da, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Und nein, spring, spring. Aber in letzter Sekunde noch geschafft. So, jetzt können wir verschiedene Sachen erledigen. Unter anderem gibt es hier diesen Tunnel. Und der bringt uns zu einem Puzzleteil, wenn wir nicht den Boden berühren. Ich hätte auch unten rumfliegen können. Aber das funktioniert schon so, oder? Wo war das noch gleich? Hier oben. Wow, der hat mich fast erwischt. Und zack. Da ist das Puzzleteil für den Hexenschalter aus Freezy the Peak. Jetzt können wir tatsächlich sogar wieder zurückfliegen, wenn wir möchten. Und das lohnt sich auch. Denn es... Ah nee, wartet mal. Das kriegen wir erst später. Für den Hexenschalter an einer anderen Stelle. Kriegen wir was, wenn wir dich besiegen? Und? Was gibt's? Nee, es gibt nur eine Honigwabe. Okay. Ansonsten nichts Besonderes. Ich bleib mal ganz kurz in der Flugfähigkeit. Und versuche mal hier zu drehen. Sodass wir hier durchfliegen können. Ja. Also dafür war das schon mal ganz wichtig, diese Flugfähigkeit zu besitzen. Aber gibt es hier nicht noch eine andere Stelle? Hier gibt es auf jeden Fall noch was, aber ich glaube erst zu einem späteren Zeitpunkt. Weil irgendein Puzzleteil gibt es hier, glaube ich, noch. Das war doch beim Auge der Hexe. So oder so ähnlich war das. Und hier oben ist nichts mehr, egal wie hoch ich fliege. Das bringt alles nichts. Gut. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns langsam aber sicher in die nächste Welt. Und dazu muss ich, glaube ich, hier rein, oder? Da ist auf jeden Fall die nächste Welt. Ich überlege gerade nur, haben wir schon in der Vergangenheit das Puzzle dafür vervollständigt oder noch nicht? Ich glaube nicht, oder? Ich bin jetzt so hin und her gerissen. Laufen wir trotzdem mal da durch, denn an dieser Stelle würde ich sagen, meine Lieben, bleibt katztastisch.